Ja, noch ein kleines Reaktionsvideo über Schilddrüsenextrakt, derzeitiger Stand. Ich habe dazu ein älteres, kurzes Gespräch zwischen Susanne Goldau, die den Hashimoto Online-Kongress organisiert hat vor 3 Jahren, wo ich ja auch teilgenommen habe, mit Dr. Jochen Armbruster zum Anlass genommen. Das ist ein bisschen veraltet und das sind neue Informationen, die ich Ihnen gern geben wollte, und das ist ein guter Einstieg. Dr. Armbruster ist sehr viel in Fachgesellschaften auch unterwegs, die eben ein bisschen außerhalb des medizinischen, schulmedizinischen Strukturgebildes sich aufhalten. Dazu gehöre ich ja auch. Und er hat eine gut gehende Praxis in Darmstadt. Seit vielen Jahren macht er biologische Hormonersatztherapie, gerade mit Östradiol und Progesteron bioidentem. So wie das eben jetzt in Gynäkologenkreisen sich mehr und mehr ausbreitet, diese biologische Hormonersatztherapie. Und er sagt halt dann sich auch, im Bereich der Schilddrüse gibt es ja auch eine biologische Variante, den Schilddrüsenextrakt, und darüber spricht er jetzt. Und zwar, Sie arbeiten ja in Ihrer Praxis bei Hashimoto-Erkrankungen häufig mit natürlichem Schilddrüsenextrakt. Und können Sie uns erstmal erklären, was ist das überhaupt und wo liegt der Unterschied zu L-Thyroxin? Okay, also ich muss vorausschicken, ich bin auch in den USA beheimatet und da ist die Behandlung mit Armour Thyroid, also mit mikronisierter Schweineschilddrüse, Standard. Und vor über 10 Jahren haben wir das so ein bisschen mitgebracht aus den USA. Und zum Glück haben wir jetzt Apotheken in Deutschland, die das auch herstellen, allerdings die Basissubstanz aus den USA beziehen. In den USA gibt es also eine Spezialfirma, die auch diese Schweine aufwachsen lässt und züchtet, und die leben unter absolut biologischen Bedingungen, sodass also in diesem mikronisierten Schweineschilddrüsenextrakt keine Antibiotika oder sonstige Dinge vorhanden sind. Man muss bedenken, in Deutschland leben nur 0,3% aller Schweine von 28 Millionen, glaube ich, unter biologischen Bedingungen. Der Rest ist alles Massentierhaltung, gefüllt mit Antibiotika und mit Fremdhormonen. Ja, also in der Einleitung ist fast alles nicht mehr richtig, deswegen versuche ich das mal aus meiner Sicht darzustellen. In den USA Standard ist das L-Thyroxin. Das ist mit vielen Studien bewiesen worden, dass es wirkt. Das ist auch einer der Gründe, warum wir in Deutschland das auch fast nur verschreiben. Unsere Fachgesellschaft das so anbietet in den Leitlinien. Weltweit sind die Leitlinien die, dass man L-Thyroxin verschreiben soll als Hormonersatz. Und dann gibt es in den USA einfach eine Tradition, das ist eine lange Tradition gewesen, die erklärt, warum heute noch Schilddrüsenextrakt dort überhaupt so relativ weit angewandt wird. Also es sind wahrscheinlich hunderttausende Menschen, die das zu sich nehmen, unter anderem Hillary Clinton, wie wir gehört haben, als die im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf war, hatte sie ja offengelegt ihre Medizinhistorie, und da hat sie angeführt, dass sie auch Armour Thyroid nimmt, was er auch erwähnt. Aber es gibt neben dem Armour Thyroid gibt es noch, ich glaube, 5 andere Produkte dort, also so wie WP Thyroid und so, Thyroid, West Thyroid. Es gibt da ein paar Hersteller, auch in Kanada ist dann noch eines, die Firma Erfa. Und in Thailand gibt es auch welchen, die aber auch immer wieder mal schließen und dann gibt es sie wieder. Und das entsteht alles aus der Situation, dass weltweit man sich eigentlich darauf geeinigt hat, dass der Schilddrüsenextrakt nicht gut ist und endlich abgeschafft werden sollte, weil die allgemeine Stimmung die ist unter den Ärzten, dass da von mehr Gefahr ausgeht und dass ich wohl auch bewiesen habe, dass L-Thyroxin viel überlegener ist. Aber das ist ein tragisches Missverständnis, das sich halt weiter perpetuiert, und die Menschen, die L-Thyroxin schlucken, und die Menschen, die Schilddrüsenextrakt schlucken und beides kennen, werden über 90% sagen, dass der Schilddrüsenextrakt viel besser wirkt, einen auch gesund gemacht hat, die letzte Rettung war, weil mit L-Thyroxin gerade in höheren Dosierungen dann oft das Hormonsystem sehr stark zerrüttet wird.
Ich habe darüber schon in mehreren Videos gesprochen, möchte mich hier nicht zu stark wiederholen. Aber ich wollte nur sagen, es gibt ja einfach eine völlige Unterscheidung zwischen dem, der es probiert hat und einen Bedarf an Schilddrüsenhormonen hat und denen, die das verordnen. Und darauf bezieht er sich so ein bisschen, stellt aber Amerika viel zu positiv dar. Und was nicht schön ist, ist, dass er sagt, dass dieser Extrakt biologisch, streng biologisch hergestellt wird, weil das wurde nie behauptet. Es gibt in Amerika einen Standard, das ist dieser USP-Standard, und der wurde befolgt von dem Hersteller. Dem Hersteller ALI, der keine Kommunikation mit den Menschen macht, weil immer wieder die Fragestellung da war, wie leben die Schweine, wie werden sie gefüttert und so. Es wurden keine Angaben gemacht. Und dann hat man eben vor ein paar Jahren auch gemerkt, der bestimmt ja im Schilddrüsenextrakt den Anteil von T4 und T3 und hat man gesehen, dass das immer ziemlich genau 1 zu 4 ist. Und das kommt in der Natur so nicht vor. Das kann ein Schwein auch schon mal so hinkriegen, wenn es recht ruhig lebt. Aber es ist unwahrscheinlich, dass das immer von Charge zu Charge gleich bleibt. Weshalb sich die Frage aufgeworfen hat, wird hier mit L-Tyroxin ausgeglichen, dass man das einfach hinzugibt, weil das ist meistens, gibt es ja einen kleinen T3-Überschuss. Oder werden hier die Schilddrüsen von verschiedenen Säugetieren gemischt? Säugetiere haben alle eine Schilddrüse und wie die Schilddrüse funktioniert, ist angepasst an die Bedürfnisse. Und er wird ja jetzt auch dann danach gleich erklären, dass wohl von den Schweinen her eine größere Ähnlichkeit in der Mischung der Hormone besteht, wie das da auch bei Menschen dann gebraucht wird. Aber um noch darauf zurückzukommen, dass das biologisch hergestellt wird, das ist äußerst unwahrscheinlich und wir werden nachher nochmal ein bisschen auf die Suche zur Firma Ali, auf der Suche nach der Firma Ali gehen und werden sehen, dass man die gar nicht finden kann. Aber das ist alles Schnee von gestern, weil keine deutsche oder deutschsprachige Apotheke jetzt mehr diesen Schilddrüsenextrakt bezieht. Da gibt es eben jetzt Alternativen, wie ich im vorhergehenden Video schon erklärt habe oder erzählt habe ein bisschen. Macht die Firma Nordmark jetzt mit der Rezepturapotheke in Frankfurt am Main und mit der Weltapotheke in Wien da eine Kooperation, dass die eben deren deutschen Schilddrüsenextrakt anbieten. Und die Qualität ist sicherlich gut und die Rückmeldungen sind auch schon positiv. Und so gesehen ist das ohnehin Geschichte. Und zur Klösterl-Apotheke, die ich jetzt im letzten Video nicht erwähnt habe, weil ich einfach zu wenig Informationen hatte, sage ich nachher nochmal was Genaueres. Was ist Schweineschilddrüse? Also das Schwein kommt dem Menschen am nächsten in dieser Beziehung. Die Schweinehormone kommen den menschlichen Schilddrüsenhormonen am nächsten. Und der Vorteil von mikronisierter Schweineschilddrüse ist... Sie nickt, ne? Es ist lustig. Was meint er denn mit Schweinehormonen und mit menschlichen Hormonen? Das sind eigentlich, wir sprechen immer von den gleichen Hormonen. Wir sprechen von etwa 30 jodhaltigen Schilddrüsenhormonen, die in einer Mischung miteinander immer angeboten werden und wirken. Und in der Schilddrüse ist das einzige Gebiet im Körper, wo T4 reichlich hergestellt wird. Das ist eins, wo 4 Jodatome dran sind. Und dann gibt es dort eine Deiodinase, die spaltet dann einzelne Atome ab, stellt sie auch wieder mal an einen anderen Punkt dort ran, an so ein Molekül, und da kommt dann eine Mischung. Und dann gibt es auch noch andere chemische Veränderungen, die die Unterhormone erfahren können. Da werden dann mal Acetate draus oder Tyronamine draus. Und diese Mischung ist dann geeignet, situationsbezogen genau die Wirkungen im Körper zu machen, die wir brauchen. Das ist eine große Leistung von diesen Deiodinasen. Und wenn diese gut funktionieren, gerade bei jüngeren Leuten ist das oft der Fall, dann können die L-Tyroxin nehmen, kriegen dann immer ein bisschen T4 geschickt und können dann an verschiedenen Stellen im Körper daraus die Hormone herstellen, die sie brauchen. Wenn das aber nicht funktioniert, und das ist sehr häufig, wenn man älter wird oder andere Krankheiten auch noch hat, dann geht ein bisschen diese Enzymtätigkeit zurück, dann kann es passieren, dass es zu Verarmungen oder zu Überschüssen an Hormonen kommt, die dann viele nachteilige Wirkungen auslösen. Und das erleben sehr viele Menschen, die L-Tyroxin über mehrere oder Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg genommen haben. Und dann ist für die Mischung, die so ein Schwein
anbietet, ungefähr passend und es geht Ihnen viel besser und manchmal reicht dann auch der Gehalt an körpereigenen Deodinasen daraus, wieder gute Hormonmischungen zu erzeugen. Also so ist die Situation, wenn man es jetzt ein bisschen komplexer schildert. Er macht jetzt ein bisschen einfacher weiter, wie ich mich entsinne. Dass Sie nicht nur da das Hormon T3 und T4 zusammen drin haben, also nach T1, T2 und andere Substanzen, die im Schilddrüsengewebe vorhanden sind, während L-Thyroxin eben eine synthetisch hergestellte Substanz ist, reines T4. Und Sie wissen, die Schilddrüse bildet T4, 4 Jodatome an einem Eiweiß-Tyrosin. Das ist aber nicht das aktive Hormon. Das aktive Hormon kommt einiges durcheinander, ne? T4. T4, es gibt mal Tyrosin. Tyrosin ist eine Aminosäure. Und ich habe zum Beginn der Synthese habe ich dieses Tyrosin, da wird ein Jodatom dran gemacht. Und da habe ich ein anderes Tyrosin und dort wird dann zum Beispiel nochmal ein Jodatom dran gemacht und die beiden gehen dann zusammen und das bildet dann ein Tyronin. Und die Schilddrüsenhormone, T3, T4, das sind Tyronine. Und die haben dann entweder 3 oder 4 oder auch manchmal 2 oder nur ein Jodatom und die haben dann generell aktivierende Wirkung. Und wie gesagt, gibt es dann noch andere Umbaumöglichkeiten, dass Schilddrüsenhormone auch mal bremsend wirken können, wenn es Überschüsse gibt. Das RT3 ist ein sehr bekanntes. Wenn ich Stress kriege, steigt mir das RT3 und das bremst sozusagen die Möglichkeiten des Hormonsystems, zu stark zu reagieren auf Stresssituationen herunter. Aber ich lasse ihn mal fortfahren. Es steht in der Leber und in den Zellen und in der Körper aus, T4 wieder ein Jod entfernt, dann ist es 3. Er sagt Leber und in den Zellen. Die wichtigste andere Stelle im Körper, wo eine Deodinase ist, also neben der Schilddrüse, und gerade wenn ich eine Schilddrüse verloren habe, durch Operation oder so, ist das Gehirn, weil das Gehirn dort in den Zellen verschiedenste Bedarfszustände entwickeln kann. Und wenn da sozusagen im Blut dann eine gewisse Mischung von Schilddrüsenhormonen heranschwimmt, wird das sofort zurechtgebastelt auf den Bedarf, der dann momentan dort besteht. Deswegen, das Gehirn braucht sehr viele Deodinasen, die bleiben auch meistens lebenslang erhalten. Aber bei älteren Menschen merkt man manchmal, dass die Aktivität zurückgeht. Und wenn die dann L-Thyroxin kriegen, dann sitzen die im Alters- oder Pflegeheim, sind recht inaktiv und ein bisschen kalt von ihren Gliedmaßen her, weil aus diesen T4 nicht mehr aktive Hormone entstehen. Und die profitieren dann ganz besonders von den Schweinehormonen, wie wir das nennen, dass sie eben wieder aktiver werden, klüger wieder werden. Ne? Diese ganzen Demenzerscheinungen hängen sehr häufig oder prinzipiell immer am Hormonsystem dran. Und in vielen Fällen ist einfach ein Jod- oder Schilddrüsenhormonmangel die eigentliche Ursache einer Demenz, die man bemerkt. Deswegen sollte man dort immer versuchen, mit natürlichem Extrakt Abhilfe zu schaffen. 3-Jod-Tyrosin, das ist das aktive Hormon für unseren Stoffwechsel. Und viele Patienten, und das erlebe ich immer wieder in der Praxis, können das T4 nicht genügend umwandeln in T3. Und dann haben die keinen Effekt. Und dann muss man eben dann eine andere Kombination geben und bevorzugt eben Schilddrüsenextrakt vom Schwein, mikronisierte Schweineschilddrüse. Und das funktioniert so perfekt. Zudem hat das... Diesen Begriff mikronisiert erwähnt er ein bisschen häufig. Was ist gemeint? Sie ist verkleinert, ne? Mikronisiert, ist klein gemacht. Also die Schilddrüse wird entnommen, dann wird sie gefriergetrocknet, dann wird sie zermahlen und dann wird es verrührt mit mehreren anderen Schilddrüsen, die zermahlen wurden und dann wird es nochmal zu Pulver verarbeitet in einer richtigen Mühle. Das ist dieser Mikronisierungsprozess. Was ist denn der Vorteil, dass diese mikronisierten Schweineschilddrüsenpräparate eben in verschiedenen Dosen angewendet werden können und nicht so 25, 50, 75 oder bei Novotiral gibt es, also das ist die Mischung von T3 und T4, da gibt es nur 175, also sehr schlecht zu dosieren. Man kann auch mit Pharmazeutikern sehr gut dosieren, wie man zur Ehrenrettung der Pharmaindustrie hier anmerken muss. Man kann ja L-Thyroxin als Tropfen kaufen, da hat ein Tropfen dann zum Beispiel 5 Mikrogramm. Und man kann natürlich eine 25er Mikrogramm Stärke von T4 noch halbieren. Also das Durchbrechen ist nicht so schwer.
Und 12,5 Mikrogramm entspricht ungefähr, würde ich mal sagen, so einem Sechstel des Tagesbedarfs. Also man kommt selten in den Zwang, das nochmal verkleinern zu müssen. Aber manchmal ist es so, und er spricht jetzt gleich davon, dass der Medikamententeiler so schlecht ist, da springt dann gleich springen die Stücke durch die Küche. So schlimm ist es auch wieder nicht. Wenn man ein bisschen den Umgang gelernt hat mit einem Teiler, dann kann man das sehr schön sich herstellen, auch Viertelgrößen, und ist dann in einem sehr kleinen Krümelbereich schon angelangt. Und der Schilddrüsenextrakt, der wird zum Beispiel, was er erwähnt, er arbeitet viel mit der Klösterlapotheke, wird ja von 5 Mikrogramm in 5 Mikrogramm Schritten bis, ich glaube, 200 Mikrogramm hergestellt. Das ist natürlich ein sehr schönes Angebot. Und wenn man es aber in der Weltapotheke in Wien bestellt, die machen die gleichen Größen, dann kann man sogar die Kapsel auseinanderziehen, hat dann eine Fettwurst drinnen und die Fettwurst kann man unterteilen. Aber das könnte man mit Klösterapotheke auch machen. Die haben das ja vermischt mit dem Reis, mit der Reisstärke, und kann es dann auch die Kapseln öffnen und portionieren für den Fall, dass man wirklich mal eine ganz starke Zwischendosierung brauchen würde. Und da hat man manchmal Schwierigkeiten, da brauchen die Patienten einen Tablettenteiler, damit sie nicht durch die Küche fliegt, wenn sie das klein machen. Und das haben sie beim Schilddrüsenextrakt nicht. Die Kapsel, die gefüllt ist mit dem Schilddrüsenextrakt, kann man natürlich nicht teilen, aber es gibt zum Beispiel von der Klösterl-Apotheke das Thyrioglant, das gibt es in 15, 20, 30, 40 Milligramm. Und so können sie das sehr schön dosieren. Und das bekommt den Patienten. Das ist auch nochmal ein Punkt. Die Leute sprechen unheimlich gern von Milligramm, aber die Schilddrüsenhormone sind bei uns im Mikrogrammbereich tätig. Also das ist sozusagen ein Tagesbedarf von 0,1 Milligramm. Das wären 100 Mikrogramm. Und in der Klösterl-Apotheke gibt es dann 5 Mikrogramm Stärke. Man spricht hier von dem T4-Gehalt pro Kapsel. Wenn Sie Milligramm sagen, dann kommt das öfters auf, weil man weiß, dass ein Grain Schilddrüsenextrakt 60 oder 65 Milligramm wiegt, je nach Hersteller variiert das. Und wenn ich sage, ich nehme 60 Milligramm gefriergetrocknete Schilddrüse, dann weiß ich, dass das ungefähr eine Stärke von 50 Mikrogramm L-Tyroxin haben wird. Da wird ungefähr 50 Mikrogramm T4 drin sein, manchmal aber auch nur 40. Also ist ein bisschen schwieriger. Die Einteilung brauchen wir gar nicht. Wir wollen ja wissen, wenigstens wie viel T4 drin ist, das ist dann Mikrogramm. Hervorragend. Ich habe hunderte von Patienten, die das anwenden. Wir haben bestimmt 4000 Schilddrüsenpatienten, allein ist 1700 Hashimoto-Patienten. Ja, mir geht es auch so. Sehr viele Menschen sind unheimlich zufrieden mit dem Schilddrüsenextrakt. Die haben vorher L-Tyroxin genommen und dann geht es ihnen nicht so gut. Und dann steigen sie um auf Schilddrüsenextrakt und merken, dass sehr vieles, was unheilbar schien, sich wieder in Wohlgefallen auflöst und sie wieder zu ihrem alten Selbst zurückfinden. Ja, auf der Suche nach ALI ist es ganz interessant zu sehen, dass sie gar nicht leicht zu finden sind. Also sie heißen ALI Pharmaceutical Manufacturing, und es gibt ja ein Company Profile, wo eben dasteht, dass sie Teil der Pharmaindustrie sind. Also es werden Pharmazeutika hergestellt. Es gibt eine Angestellte überall in den ganzen Niederlassungen, die es hat, und es werden etwa 60.000 Dollar jährlich umgesetzt. Das überrascht einen schon mal ein bisschen. Dann merkt man, dass eine Katie Winder, die Qualitätskontrolle über hat, von ALI Pharmaceutical Manufacturing. Und dann merkt man hier im Profil, dass sie vorher für American Laboratories Inc. gearbeitet hat. ALI. Da war sie auch schon in der gleichen Tätigkeit drin. Also es scheint sich ja hier im Grunde genommen um eine neue Firma zu handeln, die keinen Umsatz macht und auch keine Steuern zahlt. Aber im Grunde genommen steckt hier dahinter die American Laboratories, die auch eine eigene Webseite haben. Unter ALI findet man nichts. Und die stellen Dinge her, die lassen uns jetzt sofort daran erinnern, dass hier Schweine geschlachtet werden. Pankreatin ist eben einer der großen Lieferanten von Bauchspeicheldrüsenenzymen als Verdauungshilfe. Das hat sich weltweit etabliert.
Und das ist ja sozusagen ein direkter Konkurrent auch der Firma Nordmark, der Deutschen, die ja genau in diesem Segment auch tätig ist. Die stellen daraus auch Pepsin her, sind auch in anderen Bereichen tätig. Leber bilden sie wohl auch an. Tiernahrung. Also wir sehen schon ein bisschen, alles, was man so aus Schlachttieren machen kann, wird hier angeboten. Und sie sagen, dass sie eine hohe Qualität anbieten. Ne? Was sagen Sie denn? Es wird hier höchstens gemacht, dass das Qualitätsprodukte sind und dass der Service auch gut ist. Und wenn es um die Mission, Vision, Werte geht, also was wollen Sie? Sie wollen Marktführer werden, weil Sie besonders auf Qualität, zeitgerechte Lieferung und Wert achten. Und die Vision ist, dass Sie eben Marktführer im Bereich von Nahrungsergänzungsmitteln für Menschen und auch für Tiernahrung werden und das auf einem hohen Niveau. Es ist keine Rede, dass Sie irgendeinen Anspruch haben, Organic, also in Bioqualität zu arbeiten oder dass Sie in dem Bereich tätig sind. Nee, Sie stellen einfach von Schlachttieren Produkte her. Schlachttiere, wo Sie wahrscheinlich dann auch nicht so genau unterscheiden, wo kommen die her, wie wurden die gehalten. Wahrscheinlich halt nach amerikanischen Standards. Aber es ist eine ähnliche Situation wie bei uns auch, dass sozusagen die Tierhaltung ein abgegrenzter Bereich ist zur Herstellung dieser Produkte. Die Tiere leben eben unter bestimmten Bedingungen. Da gibt es dann auch Auflagen, ob die erfüllt werden, ob das kontrolliert wird, dass sie erfüllt werden. Das sind offene Fragen. In Amerika wird sicherlich sehr viel genmanipulierter Mais verfüttert an Schweine. Also das ist sicher keine Bioqualität von der Ernährung her. Ob die Tiere gut gelebt haben, das muss man sehen. Es sind natürlich dort auch Großbetriebe, wie auch bei uns, wo dann schon Antibiotika und auch Hormone in der Mast zum Einsatz kommen. Also wer würde jetzt behaupten wollen, dass es dort nicht so ist? Ja, das nur dazu, aber wie gesagt, diesen Schilddrüsenextrakt, der von dort hergestellt und geliefert wird weltweit, den nehmen wir ohnehin nicht mehr in Anspruch oder den kriegen wir so nicht mehr, aber wenn Sie amerikanischen Schilddrüsenextrakt, also Amber Thyroid zum Beispiel kaufen, das wird eben dann von den Herstellern dort bezogen, bei American Laboratories. Jetzt abschließend noch ein Wort zur Klösterapotheke in München, die ich im letzten Video ausgelassen habe. Zuerst habe ich eine falsche Behauptung verbreitet, dass die immer noch bei ALI beziehen, worauf mich dann die Apothekerin Frau Waldbrecher aufmerksam gemacht hat. Und sie hat mir in einer längeren E-Mail geschrieben, dass sie jetzt einen europäischen Hersteller, der europäisches Gesetz erfüllt und auch europäische Qualitätskriterien einhält, zur Herstellung ihres Extraktes als Rohstofflieferanten nutzen, aber nicht kommunizieren wollen, wer das ist, wo er ist. Es ist nicht die Firma Nordmark, wie wir mittlerweile wissen. Und es ist die Klösterapotheke ist eine seit Jahrzehnten in diesem Bereich tätige Firma, die höchsten Qualitätsansprüchen genügt. Das kann ich auch bestätigen, ist einer dieser größeren Betriebe, ähnlich wie die Rezeptura-Apotheke in Frankfurt am Main, die sich da sehr verdient macht bei der Lieferung von bioidenten Hormonprodukten. Und so eben auch mit dem Schilddrüsenextrakt. Sie verwenden Reisstärke, weil das im deutschen Arzneibuch auch so angeboten wird als neutraler Füllstoff. Aber da muss man noch darauf aufmerksam machen, dass es auch eine Möglichkeit gibt, Zellulose als Füllstoff zu nehmen. Und das hätte einen interessanten Aspekt, dass Zellulose zwar für den Menschen unverdaulich ist, das ist aber eine sehr positive Nahrung also es ist ein Präbiotikum für günstige Bakterien in unserem Darm ist. Und das ist ja oft das Problem, dass eben zu viele Bakterien in uns leben, die eher das Hormonsystem stören. Also das würde dann auf ärztliche Verschreibung möglich sein, das mit Zellulose gefüllt auch zu kriegen. Und das ist ein gutes Angebot der Klösterapotheke. Ja, und ansonsten
hat sie noch kurz Stellung genommen dazu, dass natürlich im Herstellungsprozess auch Viren kaputt gehen, die möglicherweise in den Drüsen der Schweine drin gewesen sein sollten. Das Herstellungsverfahren wird auch extra darauf abgestimmt, dass eben solche Keime abgetötet sind. Das ist ein höheres Niveau, als das aus Amerika garantiert wurde. Es sind dort die Auflagen eben nicht so streng wie in Europa. Und so begrüße ich es, dass es insgesamt jetzt in Deutschland einen weiteren Schritt gegeben hat zur Herstellung eines noch höherwertigeren Schweineschilddrüsenextraktes, wo dann zu hoffen ist, dass in den nächsten Jahren eine größere Anerkennung dann auch erfolgen wird, dass die Krankenkassen vielleicht das auch dann verschreiben werden. Es wird natürlich hier an wirtschaftlichen Fragen möglicherweise hängen bleiben. Der Schilddrüsenextrakt ist deutlich teurer als L-Tyroxin, das sich im Labor relativ günstig synthetisieren kann. Und wenn man auf diese ganzen Qualitätskriterien achtet, in der Rohstoffherstellung hat ja der Rohstoff schon einen ziemlichen Wert, den natürlich die Apotheke auch beim Einkauf bezahlen muss und eben dann an die Kunden weitergeben muss. Das heißt, es ist wirklich lobenswert auch, dass sich diese Apotheken da mit Engagement dieser Frage widmen, weil sie so viel Geld daran selbst gar nicht verdienen können. Ja, so viel dazu heute und ich wünsche Harmonie. Bis zum nächsten Mal.